Ich glaube, dass ich das sagen darf. Wir haben uns jetzt vor kurzem mit Stefan Kunz und Daniel Nitzkowski von der U21 getroffen, weil wir auch von den beiden nochmal hören wollten, warum seid ihr Europameister geworden? Die hatten ganz besondere Herausforderungen, die wir vielleicht auch mal haben oder wo man zumindest mal einen Transfer schaffen kann. Das Gleiche geht jetzt auch Richtung neues Trainerteam bei den Männern mit Hansi, wenn er jetzt mal angekommen ist, wenn die ihre vielen, vielen Spiele gespielt haben. Dann ist es einfach ganz klar, dass wir uns auf den Ebenen auch austauschen werden und voneinander und miteinander unsere Erlebnisse teilen wollen. Wir haben aber auch schon Kontakte gehabt zwischen den Spielerinnen der Frauennationalmannschaft und den Spielern der Männernationalmannschaft, um zu hören, was sind vielleicht gerade in der Vorbereitung noch für wichtige Themen, wo habt ihr Erfahrungen gemacht, die uns helfen, wo haben wir aber auch Erfahrungen gemacht, die euch den entsprechenden Input geben. Und da sind wir wirklich auf einem guten Austausch. Wenn dann der ein oder andere etwas von uns übernimmt, dann ist das natürlich schön, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir hochprofessionell arbeiten und vielleicht auch mal eine ein oder andere Herangehensweise haben oder mal eine andere Idee haben, die auch spannend sein könnte.